Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ihr seht, wir sind wieder in Köln. Es liegt einfach daran, es gab wieder ein größeres Update, was zur Folge hatte, dass alles auf Stand 0 zurückgesetzt wurde. So. Nächste Pause in 4 Stunden, dann machen wir die doch direkt hier. Gang sollten wir noch einlegen. So. Machen wir gerade mal Motor aus. Machen ein Nickerchen, dann kommen wir nämlich frisch und ausgeschlafen zu unseren Aufträgen. So. Was jetzt natürlich ein gewisser Vorteil ist, dass wir hier auf Stand 0 zurückgesetzt werden. Danken du mal gerade. Es gab heute außer dem Update gab es noch ein neues DLC, nämlich das Schwerlast-DLC. Ich würde sagen, das schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. Aber ich glaube, es gibt eventuell neue LKWs dazu. Das schauen wir uns doch gerade einfach mal kurz an. Wir gehen einfach mal beim Händler vorbei. LKW-Händler. Ach so, ich muss auswählen. Online kaufen. Weil ich will jetzt einfach gerade mal gucken, ob es hier auch jetzt wieder entsprechende Heavy-Duty-LKWs gibt. Scania Streamline. Jawohl. Den schauen wir uns doch einmal an. Guckt euch die Kiste an. Wow, ich kann mir zwar jetzt gerade nicht kaufen. 8x4 ist das. Das ist ja total genial. Motoren. 730 PS. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächsten LKW kaufen werden. 12-Gänge Retarder, ja, das ist ja alles normal. Exklusiv V8, das haben wir ja. Standard. Ah, okay, es gibt zweimal exklusiv. Das sieht natürlich auch nett aus. Passende Farben gibt es dann dazu. Aber da brauchen wir jetzt halt, wie gesagt, erstmal das ganze nötige Kleingeld. Boah. Das gefällt mir. Ui. V8 Style. Oh, da kann man jetzt aber richtig viel machen. Cool. Doch, das gefällt mir so richtig gut. Schutzbügel. Oh. Boah. Also da hat sich jetzt einiges getan bei dem DLC hier. Boah, herrlich. Also da können wir unsere Trucks demnächst so richtig aufrüsten. Wie ihr seht. Sowas kann man da... Oh, herrlich. Ich kann mir leider gerade nicht kaufen. Da haben wir ein bisschen zu wenig Geld für. Machen wir den mal weg. Was gibt es denn hier noch? Da gibt es die, ja. Da, ah, das Scania-Symbol. Halt hier die verschiedenen Dinger. Was haben wir? Oh, in Wagenfarbe oder verchromt. Okay. Was haben wir hier hinten noch?
Ui. Oh, herrlich. Ich liebe das DLC. King of the Road, yeah, oder Scania. Oh, also so einen kompletten Lappen. Also ist richtig nett geworden, muss ich schon sagen. Viele Neuheiten. Und natürlich die bekannten Bügel. Das kennen wir ja. Was gibt's denn innen? Gibt's da auch Neues? Das ist das übliche, Kühltasche. Da ist das Schild. Spiegel, ach so, da gibt's die Fahnen, ja. Ah, hier kann man jetzt außer dem Schild auch noch entsprechend, ja, das ist schön, das gefällt mir. Dann können wir da nämlich auch entsprechende Sachen hinmachen. Hier vorne jetzt auch. Ui, oh, herrlich. Doch, das gefällt mir richtig gut. Da ist nichts dabei. Da gibt es natürlich die üblichen Sachen. Brieftasche, Käsestulle. Für da eine, ach so, Cockpit-Set brauchen wir da. Es gibt so ein komplettes Dashboard-Table. Den können wir jetzt aber so richtig vollstellen. Hat was. Wie viel Sinn das jetzt macht, ist natürlich nochmal dahingestellt, aber gefällt mir. Oh, Scania-Modell. Schick, schick. Ach so, auf die genaue Sitzfläche war ja. Doch, gefällt mir sehr gut. Auch hier jetzt der Steinschlagschutz hier vorne. Doch, sehr schön. Das ist richtig nett. Ja, wir verlassen mal. Ja, will ich rückgängig machen, aber wir können es uns leider nicht leisten. Aber ich weiß schon, welchen LKW wir als nächstes kaufen werden. So, gehen wir zurück. Wir brauchen jetzt einen Auftrag. Frachtmarkt. Hier gibt es jetzt nämlich, wie gesagt, diese richtig schweren die sind aber natürlich weit weg, haben wir hier in Köln auch irgendwo. Ja, Faun. Faun Kfz. FI Kfz. Den nehmen wir. Überhaupt keine Frage. Du beabsichtigst, einen Schwertransport anzunehmen. Wirf einen Blick auf die momentane Ausführung deines LKWs zu sein, deines LKWs, um sicher zu sein, dass er diese Aufgabe bewältigt. Optimiert Schwergut. Optimiert für. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Drei Achsen, angetriebene Achsen 2, Wendigkeit, Hügelüberwindung. Wir haben Retarder, wir haben Übersetzungsdifferenz. Das sieht doch alles sehr gut aus. Ja, fortfahren, ne? Riskieren was? So. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Unser erster Schwertransport. Da ist frei, da ist auch frei. Perfekt. Upsa.
Grün wird's auch. So, dann lassen wir es mal krachen. So. Jetzt bin ich echt so richtig gespannt. Das wird ein, glaube ich, eine nette Fahrt. So. Wähle deine Fracht aus. Machen wir. Wir nehmen natürlich den hier. 25 Tonnen. Fortfahren, ja. Das können wir dann tatsächlich mit Sicherheit auch mal das 12-Gang-Getriebe gebrauchen. Wobei 25 Tonnen ja jetzt noch nicht so das Wahnsinnsgewicht ist. Schaut's euch an. Unsere Fracht. Hat er jetzt alles an? Moment, da fehlt was. So. Jetzt passt's. Ich dachte doch gerade, es ist doch zu dunkel. Ja, fahren wir den mal spazieren. Da. Gerade meine Schaltpaddeln gesucht. So. Man sieht jetzt leider nicht ganz viel. Aber ich würde sagen, es sieht richtig nett aus. So, dann starten wir mal durch. Machen die Handbremse los. So, wir haben eine Fahrzeit von 13 Stunden. Das sieht gut aus. Und das zieht er ja sehr gut weg. Hatte ich jetzt Schlimmeres befürchtet. Da ist frei, da ist auch frei. Ich hoffe, wir kommen gut raus. Ich glaube, Nvidia hat hier wieder die Grafikeinstellungen geändert. Wenn ich mir das so anschaue. Wenn es gleich einen Absturz geben sollte. Oder Moment, wir stoppen mal kurz. Ich ändere sie gerade mal kurz ab. Audiografik. Das stellt es nämlich mit Vorliebe auf so Mittel, Wetterqualität hoch. Das sieht alles ganz gut aus. Die machen wir natürlich auf hoch. Ja, wobei die können wir auf Mittel lassen. So. Wenden wir gerade erstmal an. Und fahren dann weiter. Nicht, dass uns das Spiel hier nämlich wieder einen Abgang macht. So. Feststellbremse ist angezogen, ja. Ich muss das nochmal genauer angucken. Irgendwie haben wir immer gerade bei Städten vor allen Dingen ein größeres Problem, dass es dann so richtig anfängt zu ruckeln. Wenn ich da auf höchste Auflösung fahre, ich muss nochmal die optimalen Auflösungen ermitteln. So. Da haben wir ja gut dran getan, den LKW noch zu wechseln. Ich glaube, der Mercedes hätte das nicht gepackt.
Von daher. War das eine. Okay, langsam durch die Kurven. Das ist ja Wahnsinn, wie das schiebt. So, also es macht sich doch bemerkbar. Wir haben jetzt zumindest schon mal unsere Blinklichter angeschaltet. Was ein Bild. Also von dem her bin ich gar nicht traurig, dass es die, dass wir zurückgesetzt wurden auf Standard oder auf in die Garage. Weil jetzt können wir mal Schwertransporte machen direkt. Also wo ich es heute aufnehme, ist Freitag. Freitag. So gegen 11 kam die Meldung, 11, halb 12, DLC ist veröffentlicht. Habe ich mir natürlich sofort geholt. Ups. Leerlauf ist ein bisschen zu heavy. Ich glaube, wir haben uns hier festgefahren. Ist ja gut. Mit den Kurven muss ich aufpassen, merke ich. Oh, herrlich. Es ist anders zu fahren, das merkt man. Naja, schon allein wegen der vielen Reifen, die der da hinten dran hat. So. Dann gehen wir es mal vorsichtiger an. Aber wir haben es noch ohne Schaden geschafft. Das ist schon mal gut. Nur wir müssen es tatsächlich vorsichtiger angehen. Kurven schiebt das Teil ungemein. Dreht uns dann einfach mal den LKW weg. Also ich merke schon, wenn wir es öfter machen wollen, dann wäre es kein Fehler, wenn wir tatsächlich so eine richtig dicke, schwere Zugmaschine holen. Den Vierachser. Ja. Haben wir jetzt aber gerade nicht. Und vor allen Dingen auch das Geld nicht dafür. Aber das wird dann die nächste. Und dann gehen wir auf Schwertransporte. Also ich merke schon, ich muss vorsichtiger fahren. Nichts mal mit 80 hier durchbügeln. Dann haben wir im Nu einen Crash. Da ist dann der LKW hier doch zu leicht. Bin aber gespannt, was es noch für Transporte gibt. Ich meine, die 25 Tonnen sind wahrscheinlich so die untere Grenze eher beim Schwerlast. Würde ich jetzt mal vermuten. Blinkt das schneller, umso schneller wir fahren. Sehr interessant. Oh, wir haben noch Fernlicht an. Ups. Ach nee, das hängt davon ab, wie die Leute. Okay. Hängt nicht von der Geschwindigkeit ab, sondern davon, wie die gerade. Die sind nicht ganz synchron. So. Hat schon mal einiges an Erfahrung gebracht. Wir müssen hier runter. Das machen wir aber schön langsam. Herrlich.
können wir aber auf die Dings schalten. Sind ja eh langsam unterwegs. Sehr schön. Doch, das DLC gefällt mir sehr gut. Ich finde es auch schön, dass da immer noch so viel dran entwickelt wird am Euro Truck Simulator. So, wenn ihr jetzt das Video seht, das ist am Dienstag kommt das, glaube ich. Ne, am Montag, Entschuldigung. Ist leider das Wochenende vorbei, weil da war gerade eine Aktion von ECS, Euro Truck Simulator, die DLCs und American Simulator bis, also zwischen 50% und 80% vergünstigt. Seht ihr jetzt natürlich dann leider nicht, aber oder, ja, kommt leider zu spät dafür jetzt, das Video. Ich muss leider auch ein bisschen vorproduzieren, oder was heißt leider, ich muss vorproduzieren. Weil ich Montag, Dienstag, Mittwoch Besuch habe. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Also nicht wie gewohnt Sonntag mal eben hier aufnehmen kann. Deswegen schon am Freitag. Kommt natürlich hervorragend, dass jetzt gerade das DLC da neu rausgekommen ist. Und wir fahren schön langsam. Wir haben Zeit. 27 Stunden. Ja, so viel Zeit ist das nicht, ne? Wir fahren jetzt noch 11 Stunden. 8 Stunden Fahrzeit. Dann gehen nochmal 10 da oben weg. Ja, viel ist das nicht. Ja, aber jetzt auf der Autobahn sollten wir ja einigermaßen, sollten wir es einigermaßen laufen lassen können. Aber ich sehe schon, wir brauchen die größere Zugmaschine. Die kleinen, ja. Also ich glaube, mit einer angetriebenen Achse hätten wir hier überhaupt keine Schnitte. Wir haben zumindest schon mal ordentlich Leistung und zwei angetriebene Achsen. Das ist, war eine gute Entscheidung. Dass wir den so gekauft haben. Und die Warnlichter haben wir ja auch oben drauf. Passt. Bin jetzt nur gerade am überlegen, müssen wir Richtung Frankfurt oder Richtung Köln? Richtung Frankfurt, okay. Ja, das sagen uns diese gelben Pfeile hier auch ganz deutlich, dass wir Richtung Frankfurt müssen. So, aber wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir unseren Schwertransport hier weiter Richtung Ziel transportieren. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.